War dann doch zu halbherzig. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Oh, gefährlich. Dembélé. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Messi jetzt am Ball. Mbappé hat da mehrere Optionen. Jetzt der Steilpass. Fabian. Hakimi. Ja, das ist ein Foul. Das hat die Schiedsrichterin natürlich richtig gesehen. Und ich glaube, dafür kann man fast auch eine Karte geben. Gut platzierte Mauer. Ball abgeblockt. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Neymar. Flanke abgeblockt. Das war eng, aber er hat ihn. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Dembélé. Pedri. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Und den hält er fest. Gut gemacht. Dembélé. Pedri mit dem Ball. Ballgewinn, gefährliche Position. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Achraf Hakimi. Hey, das ist schwach, Zuspiel kommt nicht an. Jetzt Neymar. Das muss es sein. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Die Chance lebt noch. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Könnte jetzt was werden. Messi. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. PSG mit der Ecke. Super gemacht. Gute Verteidigung. Und er schießt. Schön abgeblockt. Achraf Hakimi. Stark gehalten von Ter Stegen. Und den, glaubst du mir, Wolf, den haben viele schon drin gesehen. Da schießt er. PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Oh, was für ein Tor! Wunderbarer Fallrückzieher, das ist natürlich technisch perfekt! PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Pedri. Dembélé ist das jetzt. Dembélé mit der Flanke. Da sind sie da, guter Block. Er zieht nach innen. Dembélé. Am Ball Jordi Alba.
Jetzt kommt der Schuss. Es bleibt ein enges Spiel. Nur dieses eine Türchen trennt die beiden. Weil sie diese Chance nicht nutzen können, ja, das wäre es gewesen. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Ashraf Hakimi. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Hakimi jetzt vielleicht über den Flügel. Fabian! Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Alles ist fast schon eine Einladung. Erst die gute Parade, aber dann kümmert sich niemand um den Abpraller. Nachschuss und Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. So, liebe Zuschauer, weiter geht's in diesem Spiel. Zweite Hälfte, Barca stößt an. Toller Zweikampf. Mbappé. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Da wäre Platz für den Konter. Das könnte was werden. PSG lauert auf die Chance. Sie müssen den Ball abgeben. Messi muss es machen. Ter Stegen hat den Ball. Ganz stark gehalten. Araujo. Lewandowski jetzt am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Viel Übersicht bei diesem Pass. Dembélé. Schuss kommt nicht durch. Ballverlust Lionel Messi. Fatih. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt, das war ein hervorragender Zweikampf. Sie geben Mbappé viel Raum auf außen. Hereingabe Mbappé. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus. Da bekommt er Unterstützung. Er hält drauf. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. PSG verliert den Ball. Mbappé. Da ist Messi. Fabian. Zurück auf Messi. Und jetzt der Schuss. Ter Stegen ist da. Stark gemacht. Er ist frei. Da kann was draus werden. Ist es das? Stark gemacht. Lupft den Ball. Viel Platz ist da gar nicht. Kurze Entfernung, aber drin ist er. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Mbappé. Jetzt ist er durch. Ter Stegen mit der Parade. Immer noch gefährlich. Jetzt könnte die Chance entstehen. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschalten. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Dembélé. Sie haben den Ball. Jetzt Neymar am Ball. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut.
Partie. Pedri mit dem Ball. Jetzt Jordi Alba. Ball läuft hervorragend bei Barcelona. Rafinha. Ansu Fati. Robert Lewandowski! So, Tor! Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Neymar. Der ruhige Spielaufbau. Könnte der Ausgleich sein. Das nächste Tor, diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich, hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann kommt der Ball perfekt zu Kylian Mbappé. Der fackelt nicht lange, zieht ab. Es ist ein wunderbarer Schuss. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Araujo. Rapinha. Ballbesitz Lewandowski. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Ball läuft hervorragend bei Barcelona. Rafinha. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Viel Platz für den Konter jetzt. Mbappé verliert den Ball. Pedri. Jetzt Ousmane Dembélé. Er könnte die Führung erzielen. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3, da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Rapinha. Frenkie de Jong. Jordi Alba hat den Ball. Koundé. Eine Minute gibt es obendrauf. Araujo. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. De Jong. So, damit ist diese Partie also zu Ende und für Paris Saint-Germain ist es hier eine Niederlage geworden.